Hallo und herzlich willkommen heute wieder beim Lockquiz. Wir sind heute am Haus Hövener und da gehen wir jetzt mal rein und gucken mal, wie das denn früher da so gewesen ist. Kommt mit. Es ist heute nicht so dolles Wetter, deswegen haben wir uns für eine Location drin entschieden. So, hallo. Hallo. Hallöchen. Stefan. Hallo, Sabine. Ja, das ist die Sabine, die ist hier die Museumsleiterin. Und wir beide gehen jetzt mal gucken, was denn hier alles im Museum so gewesen ist. Okay, dann geht schon mal vor. Ich muss nämlich gerade noch was erledigen. Ich komme gleich nach. Ja, muss Eintritt zahle ich auch. Moment. Ja. Kostet? 4 Euro pro Person. Kamera zahlt auch. Kamera zahlt auch. Das sind ja dann 8. Genau. Leute. Bitte sehr. Und 20. Hätte ich da eine Quittung? Machen wir das später. Du schreibst schon mal die Quittung. Genau. Wir gehen schon mal eben genau. Hoch. Ne? Ja. Dass beim Finanzamt alles so anerkannt wird, ich weiß nicht. So, wir gehen mal hier so durch. Das ist ja alles hier ganz wunderprächtig. Ich weiß nicht, wer von euch schon hier war. Wir gehen mal gucken, wo hier denn was zu sehen ist. Ne? Hier, da ist, das ist, guck mal hier, komm mal ran. Hier, das ist die Frau Hövener. Ne? Vielen von uns noch bestens bekannt, wenn sie nachts hier die Straße noch gefegt hat, aber nette Frau. Hier kann man dann auch in so einem Sessel sich Sachen anhören. Originalstimme. Lohnt sich auf jeden Fall mal hier vorbeizukommen, aber wir gehen mal weiter und gucken, wie denn hier so die Räume. So, rein. Hier. So. Das ist gar nicht die Wette, dann gehen wir da nicht. Gucken wir einen weiter. Ah, hier. Die Küche. Die Küche von, mit dem Originalgeschirr von Frau Hövener. Das ist aber alles irgendwie jetzt. Oh, nichts. Oh, das ist ein bisschen. Das gute Silbergeschirr. Das sollte wahrscheinlich anders zu sein. Hier ist auch so ein kleines Tischchen. Mit. Und eine Kaffeemühle. Da kannst du dir dann hier deinen frischen Kaffee. Hier mal. Da drunter. Egal. Gut, dann gucken wir mal, wo denn die Frau Vollmer bleibt. Hallo! Was ist denn passiert? Nee, alles klar, nein, das waren die Holländer, sind hier noch im Haus. Und ja, wenn du uns einmal zeigen könntest, wo wir denn hier so sind. Ja, wir sind hier in der ehemaligen Küche von Frau Hövener. Hier haben wir den alten Küchenschrank, der sogar schon bei der Urgroßmutter in der Küche stand. Ja, das ist aber jetzt kein besonderes Porzellan, das ist jetzt hier. Ja, das ist das Alltagsporzellan. Alltagsporzellan, das beruhigt mich. Ja, und dann haben wir hier einen Herd, eine große Kochmaschine und eben die Spüle. Ja. Und im Anschluss kommt das Bad. Also, das ist ja auch sehr schön. Und was ist das? Ja, da frage ich jetzt mal nicht die Frau Vormann, was das denn ist, sondern da frage ich euch, könnt ihr mir sagen, was das ist? Ja, liebe Quizfreunde, jetzt ist die Frage, was ist das? Und da kommen wir zur Auflösung und fragen mal die Sabine. Sabine, was ist es denn? Ja, das ist ein Kühlschrank, der auf Wasserbasis läuft. Wenn man also hier in der Spüle Wasser zapft, läuft das kalte Wasser erst durch den Kühlschrank. Und zwar sind hinter den Zinkflächen Wasserrohre in Schlaufen verlegt und da läuft das Wasser durch. Und es funktioniert, man hat ungefähr 10 Grad im Kühlschrank. Und wann geht das dann immer so? Aber das ist dann kein geschlossenes System, sondern das Wasser fließt dann in die Spüle rein. Die Spüle fließt dann ab. Super. Jetzt sind wir doch wieder schlauer. Früher war das eben so, heute ist das anders. Sabine, ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, schön, dass ihr da wart. Ein Besuch im Londoner Museum ist immer ein... Den Eintritt wert. Richtig, den Eintritt ist das wert. Richtig. 4 Euro Eintritt. Kamera mal. Ich bedanke mich herzlich und wenn eine Frage hat an Sabine, einfach hier vorbeikommen. Vielen Dank. Ne? Tschüss. Wir gucken nochmal. Ja, wunderbar. Gucken nochmal. Ich habe hier nämlich noch, ich hab hier noch ein paar Sachen gesehen. Ist sie weg? So, pass auf. Guck mal hier.
Hier darfst du nicht drüber gehen, denn nicht, dass das jetzt einer gemacht hat. Das ist alles hier abgesperrt. So, aber wir haben hier eine Drehgenehmigung. Hier gibt es original Seife. Riecht nicht besonders. Hier ist auch nochmal hier Specklatz. Und hier, guck mal, hier, das ist doch auch. Die nehme ich mal mit für die Ferienwohnung. Du weißt das nicht. Das nehmen wir dann nochmal. So. Dann bedanken wir uns recht herzlich im Stefan. Ja, was denn? Die Scherben. Was? Die Scherben. Die Scherben? Das ist hier keiner mehr. So.